neuen Video bei Einfach und Schnell kochen. Heute machen wir leckere Kartoffelecken. Für Kartoffelecken braucht man nicht sehr viel. Es sind Kartoffeln, Salz und Pfeffer und etwas Olivenöl. Zunächst einmal müssen die Kartoffeln in die entsprechenden Ecken geschnitten werden. Ich lasse dabei die Schale immer dran, aber falls ihr da empfindlich seid, könnt ihr diese natürlich auch abmachen. Die Kartoffeln werden anschließend mit Salz und Pfeffer gewürzt. Dann gebe ich einen guten Schuss Olivenöl darüber und damit sich dieses gut verteilt, werden die Kartoffeln dann erstmal umgerührt. Gegebenenfalls könnt ihr dann nochmal nachwürzen, bevor ihr die Kartoffelecken auf einem Backpapier verteilt. Die Kartoffelecken können entweder in einem Backofen bei 200 Grad für ca. 30 Minuten gebacken werden. Falls ihr eine Grillfunktion beim Backofen habt, nutzt diese in den letzten 15 Minuten, dann bekommen sie eine besonders schöne Farbe. Alternativ könnt ihr sie auch in einer Fritteuse machen, dann benötigt ihr etwa eine Temperatur von 180 Grad. Und so sehen sie dann aus, wenn sie fertig sind. Ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Beilagenrezept. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!